Der elektronische Pförtner VSE lässt sich komfortabel mit diesem Magneten und der Menüsteuerung über den Menübutton, den Pfeiltasten und dem Zurückbutton einstellen und programmieren. Wir möchten heute die Öffnungszeit verändern und einstellen, aktivieren dazu das Menü, halten 3 Sekunden den Magneten an den Menübutton, gelangen den ersten Menüpunkt Uhrzeit und navigieren über die Pfeiltasten zum Punkt 2 Öffnungsmodus einstellen und bestätigen mit Menü. Wir haben jetzt 4 verschiedene Modi zur Wahl. Lux und Zeit bedeutet kombinierte Steuerung von Dämmerung und Zeitschaltuhr. Nur Lux ist ausschließlich die Dämmerungssteuerung. Nur Zeit ausschließlich die integrierte Zeitschaltuhr oder eine manuelle Steuerung. Wir stellen heute den Menüpunkt 1, kombinierte Dämmerungs- und Zeitsteuerung, bestätigen mit Menü und haben jetzt die Möglichkeit, die Lichtempfindlichkeit des Dämmerungssensors einzustellen und zu justieren. Wir können hier Werte von 1 bis 10 einstellen. 1 steht dabei für eine höhere Empfindlichkeit. Der elektronische Pförtner öffnet früh schon bei leichter Dämmerung. Der voreingestellte Wert 4 ist optimal. Wir belassen ihn hier und bestätigen mit Menü. Können jetzt für die komplette Woche die Öffnungsuhrzeit verstellen. Wir möchten, dass der elektronische Pförtner jeden Tag, wenn es hell ist, aber frühestens 6.30 Uhr öffnet. Dazu bestätigen wir die Auswahl, gelangen in den Stundenbereich und verstellen nun die Uhrzeit auf 6.30 Uhr. 6 Uhr die Stunde, bestätigen mit Menü und dann die Minuten auf 30 einstellen. Und auch hier bestätigen, die Uhrzeit ist jetzt gespeichert, das Menü komplett durchlaufen. Wir befinden uns jetzt wieder im Hauptmenü, Punkt 1 Uhrzeit, Punkt 2 Öffnungsmodus. Haben jetzt die Möglichkeit, für das Wochenende separate Uhrzeiten für die Öffnung einzustellen. Dazu erneut den Punkt 2 bestätigen, Lux und Zeit bestätigen, auch die Lichtschwelle belassen wir und gelangen jetzt in den Bereich der Wochentage, können nun navigieren zum Wochenende, Samstag und Sonntag, separate Öffnungszeit. Hier möchten wir, dass der Pförtner eine Stunde später öffnet. Bestätigen also die Auswahl Samstag, Sonntag und verstellen um eine Stunde auf 7.30 Uhr. Auch diese Auswahl bestätigen, gelangt zur Minute, abschließend bestätigen. Nun ist die entsprechende Einstellung abgeschlossen. Und wir können das Menü über den Punkt 9 verlassen. Wir sehen jetzt den Durchlauf der Öffnungszeiten, Montag bis Freitag 6.30 Uhr und am Wochenende 7.30 Uhr.